Herzlich willkommen bei Game Over Brettspiele bei einer neuen Folge von Ausgebuddelt. Und letztes Mal habe ich euch Heckmeck am Bratwurmeck in der Deluxe-Variante vorgestellt. Das Ursprungsspiel von 2015 liegt also schon eine ganze Ecke zurück. Aber das heutige Spiel, was ich euch vorstelle, da müssen wir noch ein ganzes Stückchen tiefer buddeln, fast bis zum Erdkern. Ich stelle euch heute vor von 1997, der Zerstreute. Der Geblendete, ne? Jetzt ist es der Zerstreute Pharao. Das Spiel habe ich von Freunden geschenkt bekommen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr da an mich gedacht habt, als ihr euren Speicher ausgemistet habt. Ob das Spiel noch was taugt, ob das noch den gleichen Charme versprüht wie früher, das sehen wir jetzt in dem Video. Game over. Ja, der zerstreute Pharao. Mit dem schönen Leitsatz, wo steckte nur die Trompete der schönen Nofretete? Wenn das mal kein Verkaufsargument ist. Jedenfalls, als kleines Kind habe ich immer die Werbung von diesem Spiel auf Super RTL gesehen und dachte mir, oh, das sieht cool aus. Mit dieser animierten Sphinx, die da nach den Ägyptern greift. Coole Sache, das würde ich auch gerne mal spielen. Aber ich muss gestehen, als Kind habe ich es leider nie gespielt. Worum geht es in diesem Spiel überhaupt? Das Spiel ist eine Art Memory, nur etwas komplexer. Ich zeige es euch gleich im Detail, aber jetzt nochmal als Vorwort. Ihr müsst versuchen, durch das Verschieben von Pyramiden an Schätze zu kommen. Und wenn ihr den richtigen Schatz findet, dann dürft ihr euch die Schatzkarte nehmen. Habt ihr aber den falschen Schatz, dann ist der nächste Spieler dran. So zieht sich das Ganze durch das Spiel durch. Ihr lernt natürlich immer mehr das Feld besser kennen, müsst euch merken, wo Sachen sind. Und wer dann am Ende am meisten Siegpunkte auf seinen Karten hat, der hat gewonnen. So, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze spielt. Und ob es eine Schande war, dass ich in meiner Kindheit keinen Zugriff auf das Spiel hatte, ob ich was verpasst habe oder ob das vielleicht ganz gut gewesen ist. Jetzt erstmal eine schnelle Partie im Zeitraffer. Hier sehen wir schon den Aufbau von der zerstreute Pharao. Ja, Ravensburger hat damals super mitgedacht und hat nicht nur eine Anleitung beigepackt, sondern ganze zwei. Ja, man glaubt es kaum. Und mit diesen zwei Anleitungen ist es natürlich auch möglich, parallel sich die Regeln anzueignen, wenn man hier in das Spiel einsteigt. Finde ich eine super Sache, könnte man im einen oder anderen Spiel von heutzutage auch mal gerne mit hinzufügen. So. Worum geht es aber in diesem Spiel? Ja, wie schon eingangs gezeigt, ihr müsst versuchen, mit den Pyramiden die Schätze zu finden, indem ihr sie verschiebt. Ja, so eine Pyramide gucken wir uns auch an, denn wir sehen hier auch materialtechnisch ist das Ganze richtig schick gemacht. Die sehen sehr cool aus und fühlen sich auch wertig an. Ebenfalls positiv hervorzuheben, hier das Spielfeld befindet sich im Karton integriert. Super gegen Platzprobleme. Man weiß nicht, wo man den Deckel hinmacht oder die Spielpackung, wo man es an die Seite stellen soll. Darüber braucht man sich keine Gedanken machen. Das Teil befindet sich im Spielkarton selbst. Finde ich klasse. Mag ich sowas. Ja, wie funktioniert das Spiel an sich? Relativ einfach. Wir beginnen mit einem Stapel Karten. Dem Einserstapel drehen die erste Karte um und schauen, was für ein Schatz muss hier gesucht werden. Ja, hier muss der kleine, niedliche Vogel auf der Stange gesucht werden und das ganze Ding, wer ihn findet, kriegt 2 Punkte. So, und jetzt, das ist das Ziel, alle Spieler kennen es, beginnt das fröhliche Geschiebe. Ich fange an und jetzt muss ich hier fröhlich schieben, zum Beispiel so, aha, okay, ich sehe, hier ist nichts, das heißt, ich darf nochmal schieben. Ich schiebe nochmal, nichts, dann darf ich nochmal. Und so schiebe ich so lange rum, bis ich was finde. Ah, da habe ich was gefunden. Wir schauen mal, was ist es? Ah, der Kinderwagen. Damit kann ich nichts anfangen. Und weil ich jetzt einen Schatz gefunden habe, aber es der falsche Schatz war, es war nicht der Vogel,
Deswegen bin ich jetzt nicht mehr dran und der nächste Spieler ist dran. Der nächste Spieler macht das Gleiche von dieser Position aus. Fängt er an, Pyramiden zu verschieben. Nichts. 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 Aha. Doch. Doch was. Eine Brille. Ist aber leider auch nicht das gesuchte Symbol. Und deswegen ist wieder der nächste Spieler dran. Und der würde dann weitermachen. Habe ich so eine... Da ist er. Habe ich so eine Karte gefunden? Da ist der Vogel. Habe ich den Vogel gefunden? Dann darf ich mir diese Karte schnappen. Die gehört dann mir. Die kommt auf meinen persönlichen Punktestapel und gibt mir dann am Ende des Spiels 2 Punkte. Und von dem Einserstapel wird dann die nächste Karte aufgedreht und der nächste Spieler ist dran. Ganz wichtig, ich verliere meinen Zug entweder, wenn ich den richtigen Schatz gefunden habe oder einen falschen. Ist auf jeden Fall immer der nächste Spieler dran. Und jetzt muss diese Mumie gesucht werden. Und so geht das Spiel munter weiter. Was besonders cool ist oder wo es jetzt richtig verrückt wird, ist, wenn wir diesen Einserstapel komplett durchgespielt haben. Das heißt, diese ganzen Punktkarten, die sind jetzt irgendwie unter den Spielern verteilt. Dann beginnt nämlich erst der richtige Spaß. Dann glauben wir nämlich durch diese ganze Schieberei so ungefähr zu wissen, wo welcher Schatz zu finden ist. Aber dann kommt Stapel Nummer 2. Und bei Stapel Nummer 2, wir schauen mal rein, genau, da gibt es solche Aktionskarten, wo man dann den anderen nochmal die Karten abluchsen kann. Beispielsweise gibt es dann eine Aktionskarte, die sagt dann, ja, nenne einen Schatz, wenn du es bis zu dem Schatz schaffst, dann muss der jeder andere Spieler, sofern er diesen Schatz hat, einen davon abgeben. Ich sage zum Beispiel Vogel. Und dann weiß ich noch, aha, okay, der Vogel, der war doch, na gut, ich muss natürlich dahin finden, ohne einen anderen Schatz zu treffen. Der Vogel, der war doch da, okay, gefunden. Jetzt gibt mir mal bitte jeder von euch einen Vogel. Und so beginnt dann der witzige Abluchsspaß. Was besonders reinhaut, ist natürlich so eine Aktionskarte, dass man das Feld hier einmal um 180 Grad drehen muss oder um 90 Grad. Und das sorgt natürlich nochmal zusätzlich ordentlich für Verwirrung und man ist sich dann am Ende gar nicht mehr so sicher, wo die Schätze überhaupt noch liegen. Das Finale endet mit Stufe 3. Stufe 3 ist quasi ein Sudden Death. Jede Karte gibt nochmal richtig Punkte. Wir sehen hier, das ist eine Endkarte, die kann man mit reinpacken oder man lässt es draußen. Kann man handeln, wie man möchte. Aber ihr seht, diese Karten hier geben alle nochmal richtig satt Punkte. Und es funktioniert folgendermaßen im Sudden Death. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Karte haben, die Trompete, der Nofretete, dann muss die gefunden werden. Und wenn ich jetzt hier anfange zu schieben, oh, schiebe, schiebe, schiebe und finde jetzt die Zähne statt die Trompete, dann bin ich der Gekniffene, weil dann scheide ich sofort aus. Und falls nicht, ist der nächste Spieler dran. Und so wird dieser Stapel Nummer 3 auch zu Ende gespielt, bis entweder der Stapel zu Ende gespielt wurde oder jeder Spieler ausgeschaltet ist. Und dann werden Punkte verglichen. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Ja, nach ein paar Partien kann ich sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, cooles Spiel, wenn man seinen Kopf herausfordern möchte. Wenn man einen harten Tag gehabt hat, wenn man lieber abschalten möchte, empfehle ich das Spiel nicht, weil es ist echt anstrengend. Es ist, auch wenn es für Kinder ist, es ist herausfordernd, muss man so sagen. Man muss sich merken, man muss konzentriert dranbleiben. Wenn man das nicht ist, wird man gnadenlos Punkte verlieren. Ich habe das ganze Spiel mit meiner Freundin gespielt und meine Freundin kann sich super gute Sachen merken. Ich würde sagen, sie kann sich besser Dinge merken als ich, auf jeden Fall. Und von daher, als wir die Partie gestartet haben, habe ich auch schon gedacht, oh, das wird eine Herausforderung, und sie war sich auch schon sehr siegesgewiss. Aber das Ende vom Lied, ja, ich habe gewonnen, das trifft's nicht ganz. Das wäre untertrieben. Es war eine regelrechte Zerstörung. Ich glaube, das Endergebnis waren 57 Punkte zu 6. Also es war eine Vernichtung. Warum ist das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist? Ich vermute, das hat etwas mit räumlichem Vorstellungsvermögen zu tun, weil das Spielbrett sich auch immer wieder gedreht hat und sich die Geometrie verändert hat. Und ich habe in meinem Kopf alles so abgespeichert wie in so einer Karte, die ganz digital, und habe mir immer das gemerkt und das in meinem Kopf gedreht und bin da mitgegangen. Das kann ich anscheinend vielleicht einen Tick besser. Dafür kann sie sich viel, viel besser Sachen merken. So hat jeder seine Stärken und Schwächen.
Aber ihr könnt euch denken, nach so einem Ergebnis ist das Spiel erstmal lange Zeit nicht auf den Tisch gekommen. Und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr auf die Art und Weise gewinnt, besteht nach dem Spiel nicht darauf, Ramses der Allererste genannt zu werden, besteht nach so einem Spiel nicht darauf, demnächst Urlaub in Ägypten zu machen. Am besten, ihr erwähnt gar nichts mehr die nächsten 1 bis 2 Wochen, was mit Pyramiden oder Pharaonen zu tun hat. Und ihr solltet vermeiden, euch so anzuziehen und vor dem Spielpartner rumzutanzen und nochmal den Punktestand zu erwähnen. Ganz schlechte Idee. Ob ich hier aus Erfahrung spreche, vielleicht. Nichtsdestotrotz, so alt bin ich noch nicht, aber diese Lebensweisheiten will ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Mein Fazit, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder spielen. Vor allem ist es auch toll, mal mit Kindern zu spielen, wenn die noch nicht so im Brettspielen drin sind. Man kann das super leicht beibringen und die sind dann bestimmt auch dabei. Und was ich auch toll finde, es ist eine Herausforderung für den Kopf. So kann man wirklich nochmal spielerisch trainieren, sich Sachen zu merken. Finde ich immer eine tolle Sache. Sowas mag ich auch. Ich mag auch so Spiele wie Memoir, das spiele ich auch ganz gerne hin und wieder. Ich muss sagen, ich bin nicht immer in der Stimmung dazu, aber wenn, dann es ist richtig cool und dann ist es auch ein richtig cooles Erlebnis. Von daher, meiner Meinung nach, ist das Spiel gut gealtert, vor allem weil Ravensburger damals schon so gut mitgedacht hat mit den 2 Anleitungen. Das Material ist verhältnismäßig hochwertig und man kann es ganz cool in der Box spielen, sodass man auch nicht so viel Kartondeckel und alles rumfliegen hat, wenn man es auspackt. Ich fand es ein schönes Spiel, das wieder zu entdecken, hat mir viel Freude bereitet, hat mir viel Spaß gemacht und jetzt muss ich mir überlegen, was ich im nächsten Ausgebuddelt vorstelle. Ich habe da schon eine Idee. Das wird auf jeden Fall ein cooles Ding und ich glaube, die meisten kennen es noch nicht. Es ist von einem sehr bekannten Autor, aber ein eher unbekanntes Spiel, würde ich mal behaupten. Seid gespannt, lasst euch überraschen und wir sehen uns beim nächsten Ausgebuddelt oder beim nächsten anderen Video, was ich mache. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.